Herzlich willkommen im Haus der Frauen, dem kirchlichen Anlasswort in St. Johann bei Herberstein. Mein Name ist Ulrike Batschnik-Lueger, ich bin Wirtschaftsleiterin hier in diesem schönen Haus. Pünktlich zum ersten Adventwochenende lässt sich auch der Schnee bei uns in St. Johann blicken, was ich großartig finde, denn die beste Zeit, um Kekse auszuprobieren. Ich habe mich heute für ein Rezept von Rahm-Zimt-Sternen entschieden, welches exzellent schmeckt, finden ich und meine Kolleginnen. Dazu brauchen wir Mehl, Staubzucker, Sauerrahm und Butter. Das Ganze wird zu einem geschmeidigen Teig verarbeitet, ein bisschen weicher als ein Mürbteig. Hier habe ich den Teig schon vorbereitet und auf 4 mm ausgewalkt. Dann einen Ausstecher nach Belieben. Ich habe mich für Sterne entschieden, weil ich das sehr schön finde. Die Sterne ausstechen, auf ein befettetes Blech geben. Dann werden die Sterne mit Ei bestrichen. Und mit einem Gemisch aus Zimt und Zucker vor dem Backen bestreut. Das Ganze schieben wir dann bei 175 Grad in den Ofen für circa 10 Minuten, bis sie so schön knusprig sind oder goldgelb, würde ich sagen. Ja, sollten Sie keine Lust haben, Ihre Kekse für heuer zu Weihnachten selbst zu backen, so machen das ich und mein Team in der Küche sehr, sehr gerne für euch. Wir starten am 9. Dezember mit der großen Backerei. Am 16. sind die Kekse zum Abholen und somit frisch für Weihnachtsfest. Gerne könnt ihr anrufen bei uns im Büro zu den Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr oder auch per E-Mail auf www.hausderfrauen.at. Danke vielmals, eine schöne Vorweihnachtszeit. Kommen Sie gut und gesund durch den Advent und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2022 bei uns im Haus der Frauen. Auf Wiedersehen.